Die Ampel lässt sich längst von Rechten treiben. Arbeitslose und Asylbewerber werden zu den Sündenböcken der Nation gemacht. Die CDU will das Bürgergeld jetzt abschaffen. Darüber hat Philipp Amthor mit Ricarda Lang bei Hart aber fair diskutiert. Und alle Anwesenden haben die Leviten gelesen bekommen von einem Bürgergeldempfänger aus Mönchengladbach. Sehr sehenswert. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video sprechen wir über das Thema Bürgergeld, denn darüber wurde bei Hart aber fair diskutiert, unter anderem Ricarda Lang und Philipp Amthor dabei, ebenso allerdings wie die SPD-Ministerpräsidentin Anke Rehlinger aus dem Saarland, die regiert da alleine. Und es ging um die Abschaffung des Bürgergelds, das fordert ja die CDU. Leider ging es, wie so häufig, wenn in den letzten Tagen und Wochen über das Bürgergeld gesprochen wird, vor allem um die sogenannten Totalverweigerer und die Sanktionen, weniger grundsätzlich ums Bürgergeld. Das hat sich erst geändert, als Bürgergeldempfänger Thomas Wasilewski aus Mönchengladbach 30 Jahre malocht, dann arbeitsunfähig geworden, mittlerweile 12 Jahre im Bürgergeldbezug, setzt sich allerdings ein in der Mönchengladbacher Suppenküche beispielsweise. Der hat den mal Klartext aufgetischt, was das bedeutet, welche Menschen eigentlich dort in der Schlange stehen. An der Suppenküche. Das sind nicht nur faule Arbeitsverweigerer, ganz im Gegenteil. Das war sehr, sehr sehenswert, wie er den Damen und Herren den Spiegel vorgehalten hat. Bevor es gleich ans Eingemachte geht, möchte ich euch einmal hinweisen auf den Geld für die Welt Newsletter. Link dazu ist unter diesem Video. Hier gibt es regelmäßig exklusive Analysen und Kommentare und ihr könnt mich über den Newsletter auch unterstützen, denn die Arbeit bei YouTube oder die Textarbeit hier, die kosten natürlich viel Zeit, viel Mühe, viel Nerven. Deswegen bin ich als unabhängiger Autor auf eure Unterstützung, auf zahlende Leser und Zuschauer angewiesen. Link, wie gesagt, unter dem Video. Danke an jeden, der Geld für die Welt damit möglich macht. Nun aber rein ins, ich hätte fast Vergnügen gesagt, besser wäre natürlich rein ins Unheil. Luis Klamroth und sein Team haben mal animiert, grafisch, was die CDU denn eigentlich so will. Damit legen wir mal los. Selbsthilfe, das, was Sie gerade beschrieben haben, das ist so ein bisschen auch der Grundgedanke, glaube ich, vom Bürgergeld. Das ist noch gar nicht so alt, aber die CDU will das Bürgergeld jetzt schon wieder abschaffen. Und wir können uns mal angucken, nicht nur, was die CDU davor hat, sondern was das Bürgergeld überhaupt ist. Januar 2023. Aus Hartz IV wird Bürgergeld. Die Änderungen, weniger Sanktionen und höhere Regelsätze. Alleinstehende bekommen aktuell 563 Euro. Der Staat übernimmt zusätzlich die Miete und teilweise die Heizkosten. Rund 5,5 Millionen Menschen beziehen Bürgergeld. Davon sind rund 28% nicht erwerbsfähig, also vor allem Kinder unter 15 Jahren. 15% arbeiten und stocken mit dem Bürgergeld ihren Lohn auf. 26% stehen dem Arbeitsmarkt jedoch nicht oder nur bedingt zur Verfügung. Weil sie beispielsweise noch studieren, gerade eine Ausbildung machen, Angehörige pflegen, Kinder aufziehen. Ja? Beispielsweise Mütter, die ihr Kind gerade bekommen haben und aufziehen, wo das Geld nicht reicht, um über das Monatsende zu kommen, ja, die beziehen Bürgergeld. Ja, also das wird immer vergessen. Es ist tatsächlich ein beliebter Trick von Rechten, immer zu sagen, schaut her, wir haben die 5,5 Millionen Bürgergeldbezieher. Die müssen doch alle in Arbeit gebracht werden. Ja. Nein, 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 das ist wirklich, also die Zahl ist, verfälscht die Debatte komplett. Ja. Wenn allein 28% Kinder sind und ein weiteres Sechstel längst arbeitet, aber nicht genug verdient. Wenn man das alles abzieht, kommen am Ende rund 1,7 Millionen Menschen raus, die Bürgergeld beziehen und tatsächlich arbeitslos sind. Um die geht es. 1,7 von diesen 5,5 Millionen. Weil sie zum Beispiel studieren, Angehörige pflegen oder kurzzeitig arbeitsunfähig sind. Die übrigen 31% stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Jetzt will die CDU Änderungen. Wenn sie wieder regiert, soll das Bürgergeld in neue Grundsicherung umbenannt werden. Erspartes schneller genutzt werden müssen. Und vor allem der Plan der CDU, wer nicht mitarbeitet, bekommt unter Umständen kein Geld mehr ausgezahlt. Das soll vor allem für sogenannte Totalverweigerer gelten. Also Menschen, die ohne Grund eine ihm oder ihr zumutbare Arbeit ablehnen.
Die Zahl dieser Fälle wird bisher nicht aufgeschlüsselt. Im vergangenen Jahr gab es jedoch 13.838 Fälle, in denen Arbeits- oder Qualifizierungsmaßnahmen abgelehnt wurden. Das sind nur rund 0,8% der Arbeitsfähigen. Jemand, der Sozialleistungen erhält und arbeiten kann, der kann nicht erwarten, dass das andere für ihn bezahlen, die jeden Tag arbeiten gehen. Zu diesen 13.800, ja, muss dazu gesagt werden, es gibt ja schon sehr nachvollziehbare Gründe, warum man sowas ablehnt. Ja, eine Qualifizierungsmaßnahme. Wenn man in einen Fake-Supermarkt geschickt wird, um zu lernen, wie man Regale einräumt, aber eigentlich Programmierer ist beispielsweise, ja, oder ganz andere Fähigkeiten hat, Gärtner ist oder so, ja. Also fachfremde Qualifizierungsmaßnahmen. Oder wenn man einem Gärtner plötzlich sagt, ja, du musst hier jetzt aber einen Computerkurs machen oder einen Englischkurs, ja, so, das ist dann ein nachvollziehbarer Grund, warum jemand sagt, hört auf, mich in so sinnlose Maßnahmen zu stecken. Ihr wollt mich doch nur aus der Arbeitslosenstatistik rausrechnen, denn genau das passiert, ja. Aus der offiziellen Arbeitslosenstatistik werden Menschen, die gerade in solchen Maßnahmen sind, nämlich herausgerechnet. Das Gleiche gilt natürlich, wenn man dem Gärtner sagt, ey, du kannst doch hier einen Job haben und der Job passt gar nicht. Ja? Also, das muss man dazu sagen, diese 13.800 Fälle sind nicht alles Totalverweigerer in dem Sinne, als dass man sagt, die lehnen einfach alles ab, ja? was irgendwie denen angeboten wird. Ein entscheidendes Wort in dem Zusammenhang ist übrigens das Wort zumutbar, ja? Also wer zumutbare Arbeit ablehnt. Diese Zumutbarkeitskriterien, die sind nicht wirklich arbeitnehmerfreundlich. Ja? Also zumutbar kann auch heißen, man muss weit reisen, weit pendeln, so weit pendeln, dass vielleicht vom wenigen Lohn schon kaum was überbleibt. Also diese Zumutbarkeitskriterien, wenn die wirklich also passgenau wären, die Leute sollen dann das machen, wo sie Lust drauf haben und was sie können, zumindest im halbwegs können, ja, das halbwegs zu ihrem Motivations- und Qualifikationsprofil passt und noch zur Umgebung und zu den Lebensumständen. Wer also beispielsweise dann Kinder im Haus hat oder noch Angehörige pflegt, ja, der kann eben auch nicht zu jeder Uhrzeit beispielsweise. So, all das müsste in diese Zumutbarkeitskriterien mit rein und sehr gerne arbeitnehmerfreundlich und human damit rein und nicht stumpf und wir drücken da jetzt was durch. Ja, darüber wäre auch mal sinnvoll zu reden, aber naja, man muss sich ja nicht total verweigern abarbeiten. Ja, Frau Rehlinger, Sie sind stellvertretende Parteivorsitzende der SPD. Sie regieren als einzige Ministerpräsidentin Ihr Bundesland mit absoluter Mehrheit. Das Bürgergeld, das war so eine Art Herzensprojekt, oder ist? Ganz kurz, bevor wir über Anke Rehlinger reden, nochmal zu dem, was Carsten Hinnemann da gesagt hat. Das ist ja der Klassiker. Das sind die einen, die sind fleißig, die gehen arbeiten, die zahlen Steuern und deren sauer verdiente Steuereuros gehen dann zu den faulen Arbeitslosen, die in der Hängematte hängen, ja, in der sozialen Hängematte, sich bequem machen. Das ist das Bild, das ist die Botschaft, die Linnemann transportieren will. Und damit spielt er Arbeitslose gegen Arbeitnehmer aus. Ja, Klassenkampf von oben, unten die aufeinander hetzen, damit bloß keiner auf die Idee kommt, mal nach oben zu zeigen. Und basiert natürlich auf einem völlig falschen Geld- und Staatsverständnis, nämlich dem Verständnis, oh, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler, ja, und wenn das dann für Bürgergeldempfänger draufgeht, dann fehlt das ja für anderes. Ne? Nach dem Motto, Renten sind schlecht, weil die Bürgergeldempfänger zu viel bekommen und zu faul sind. Ja? Dann wird Ellbogenmentalität dann natürlich damit provoziert. Bei denen, die dann glauben, oh, das ist aber ungerecht, dass ich so viel arbeiten gehe und mein Alltag so hart ist und mein Lohn trotzdem so niedrig und die einfach sich in die Hängematte legen müssen, ja. Ganz perverses Spielchen von der CDU. Ist ein Herzensprojekt der SPD. Jetzt will die CDU es reformieren. Und ein Gedanke, den wir auch gerade gesehen haben, ist, wer eine Arbeit ohne Grund ablehnt, der soll kein Geld mehr ausgezahlt bekommen. Wie finden Sie den Gedanken? Na, ich finde zunächst mal den Gedanken richtig, dass in Deutschland niemand frieren und hungern muss. Dafür haben wir das Solidarsystem, die Schon die Aussage ist für mich übrigens ein Armutszeugnis. Ja, die ist von der SPD. Dass niemand frieren und hungern muss, ist ein Selbstverständnis, was auch leider in Deutschland nicht erfüllt ist. Wir werden es gleich hören. Aber natürlich ist Existenzminimum mehr als frieren und hungern. Es ist auch kulturelle Teilhabe. Ja? Selbst am Existenzminimum sollen Leute mobil sein, sollen Leute in, wenn auch kleinem Umfang, Kulturveranstaltungen besuchen können, am öffentlichen Leben teilhaben können. Es ist viel mehr, das Existenzminimum ist viel mehr, als nicht zu erfrieren und nicht zu verhungern.
Ja. Also, da sieht man schon, mit wie wenig Anspruch und Ambition die SPD über dieses Thema Bürgergeld redet. Gemeinschaft. Aber es ist natürlich auch richtig, dass der Staat dabei nicht naiv sein muss. Das heißt also, wenn sich jemand nicht an die Regeln hält und das System ausnutzt, dann kann er auch Sanktionen spüren. Das Bundesverfassungsgericht hat uns aber im Übrigen auch gesagt, wie weit man dabei gehen darf. Und das gilt dann natürlich erst recht, wenn man Gesetze macht. Ob es für Parteitagsbeschlüsse und Parteibeschlüsse der Union gilt, weiß ich nicht ganz genau. Es gibt jetzt schon Regelungen und Sanktionen für diejenigen, die sich verweigern. Und das ist auch richtig so. Das ist auch eine klare Botschaft an alle. Und deshalb, ja, man kann sicherlich darüber reden, wie viele das sind. So eine Regelung hat ja auch was Präventives und was Abschreckendes. Also es wirkt auch gegenüber anderen. Aber was so nicht entstehen sollte, ist ein Bild, dass diese wenigen sozusagen für die ganz vielen zeichnen, denn ganz viele müssen qualifiziert werden und nicht unbedingt mit Sanktionen bezogen werden. Wir wollen sie in den Arbeitsmarkt bringen und dafür fehlen ganz oft die Qualifikationen und darauf liegt das Hauptaugenmerk beim Bürgergeld. Darüber sprechen wir. Das ist wirklich so heuchlerisch, ja. Also es ist Hubertus Heil, der seinen Plan, Bürgergeldbezieher, Totalverweigerer, für 2 Monate zu sanktionieren. Das hat die Ampel ja schon gemacht. CDU will jetzt dauerhaft das Geld streichen. Die Ampel will für 2 Monate das Geld streichen. Ja? Das hat der Arbeitsminister, SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil, bei der Bild geleakt damals. Ja? Gleichzeitig jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, aber wir wollen nicht, dass jetzt also alle Bürgergeldempfänger als ja, faule, als Totalverweigerer erstmal gesehen werden, ja, das wollen wir nicht, das ist doch, also ist doch heuchlerisch, ja, ihr sorgt dafür, ja, ihr sprecht von generalpräventiver Wirkung und Bertus Heil bei Maischberger gesagt, ja, sie hat es scheinbar gesehen, sie wiederholt es jetzt, also bedeutet, man muss die Peitsche auspacken, man muss den Leuten Angst machen, damit sie alles dafür tun, nicht arbeitslos zu werden, damit sie sich bloß ihrem Arbeitgeber fügen und eine Kündigung vermeiden. Ja, das ist ja die generalpräventive Wirkung, weil sonst wird es schmerzhaft im Bürgergeldbezug beim Jobcenter. Ja. Also das ist doch heuchlerisch. Die SPD ist damit maßgeblich dafür verantwortlich, dass das Bürgergeld in Verruf gerät. Ja. Alles andere ist Quatsch, ja, ist eingeredet. Dass die CDU jetzt noch härter sein will, ja, und dass die CDU auch dagegen hetzt, ja, warum hat man sich überhaupt davon treiben lassen? Man hätte sich auch ganz locker hinstellen können und sagen, liebe CDU, machen Sie sich nicht lächerlich. Es geht hier um 13.000 Fälle, da wurden Maßnahmen für Jobs und Qualifizierung abgelehnt. Damit kriegen wir die 1,7 Millionen offenen Stellen nicht besetzt. Ja. Und auch entlarvend ist übrigens, dass sie nur davon spricht, ja, die müssen jetzt die Menschen qualifizieren. Also es liegt an den Arbeitslosen, dass sie arbeitslos sind, nicht an der Wirtschaft. Ja? Dass wir aber gerade 180.000 in Kurzarbeit haben, dass die Arbeitslosigkeit im letzten Jahr um 260.000 Personen gestiegen ist. Ja? Dass die Wirtschaft in der Krise ist. Dass wir deutlich mehr Arbeitslose als offene Stellen haben. Je nachdem, wie man zählt, kommt man auf 3 bis 4 Arbeitslose pro offene Stelle. Davon wird geschwiegen. Ja. Es gibt, wenn man jetzt das Beispiel nimmt, Reise nach Jerusalem, ne, Musik geht aus, jeder muss einen Stuhl finden. Es gibt, selbst wenn alle Arbeitslosen jetzt top auf einmal ausgebildet wären und einen Job suchen würden, gäbe es nicht für alle Jobs. Ja, das ist, glaube ich, was man mal verstehen muss. Die Last liegt also auch auf der Politik, nicht nur beim Individuum, nicht nur bei den einzelnen Arbeitslosen. So, nachdem die Sendung also so losgegangen ist, wird jetzt Thomas Wasilewski vorgestellt, ein Bürgergeldempfänger, der sich sozial engagiert, aus Mönchengladbach, meiner Heimatstadt. Kein Wunder, ich bin natürlich gebeißt, ich bin ihm jetzt sehr verbunden, aber erstmal wird jetzt gezeigt, was für eine wichtige Arbeit er macht und dann macht er den Politikern zu Recht eine sehr wichtige und richtige Ansage. Jetzt mit Ihnen mal und für Sie, liebe Zuschauer, einen Mann vorstellen, der mit Bürgergeld über die Runden kommen muss. Er lebt in Mönchengladbach und arbeitet ehrenamtlich in der Suppenküche. Die Suppentanten, das ist eigentlich eine große Familie. Wir sind ein Team. Wir unterstützen hier Leute, die nichts zu essen haben. Und hier wird kein Antrag gestellt, sondern jeder, der kommt, ist unser Gast. Und den bedienen wir ja auch gerne. Hier stehen Oma, Opa, hier stehen Bedürftige, die arbeiten gehen. Leute, die den ganzen Tag arbeiten gehen,
weil sie am Monatsende nichts zu essen haben, stehen die hier. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwo auswärts einen Kaffee getrunken habe. Das mache ich nicht. Das ist absoluter Luxus. Ich habe 30 Jahre gearbeitet und habe 3 Kinder großgezogen. Der Älteste ist jetzt 20 Jahre alt und habe alles dafür getan, dass die so gut wie möglich in diesem Land integriert sind und eines Tages auch dafür sorgen, dass ich eine vernünftige Rente kriege. Und im Grunde genommen bekomme ich gar nichts dafür, ne? Denn ich bin für den Rest meines Lebens arm, lebenslänglich arm. Ich hätte nie gedacht, dass ich selber mal... Lebenslänglich arm, ne? Das ist schon ein Urteil, was unter die Haut geht, als ich das gehört habe, auch wie er das gesagt hat. Von Transferleistungen abhängig werde. Habe auch nie geglaubt in meinem Berufsleben, dass ich nachts mal wach liege und überlegen muss, wie kommst du zum Monatsende und schlaflose Nächte habe, weil es vorne und hinten nicht reicht, Herzrasen kriege und psychische Probleme davon bekomme, weil man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und wer sich politisch engagiert, ich engagiere. Diese Sätze, diese Eindrücke mal im Vergleich zu diesem Bild vom... Also im Bürgergeld fließt Milch und Honig und soziale Hängematte. Ja, das ist wirklich an der Realität vorbei. Das Bürgergeld, so wie es ist, ist noch immer für viele Leute ein System. Da fühlen sie sich erniedrigt. Das Selbstbewusstsein wird komplett weggestrichen. Angst, Existenzängste und Nöte. Ja, Schamgefühl. Das Schamgefühl ist besonders bitter, weil Menschen wie er, ja, die nutzen noch nicht mal alles, was ihnen zusteht. Es ist ja so, ganz viele in der Grundsicherung, ganz viele, die eigentlich aufstocken könnten, ganz viele, die eigentlich Kinderzuschlag bekommen könnten, also Leistungen des Sozialstaats, die extra für diese Leute da sind, beantragen sie nicht, ja, weil sie sich dafür schämen. Das ist das, worüber wir reden sollten. Das drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, dass wir sowas zulassen. Ja, das muss die Debatte sein. Und nicht, oh Gott, gibt es jetzt da 5 Totalverweigerer mehr oder nicht? Ich engagiere mich politisch dafür, dass sich etwas in diesem Land verbessert. Und wenn man dann als Schmarotzer, arbeitsscheu, asozial, hat das für mich ein Maß erreicht, wo sich die Akteure im Bundestag mal überlegen sollten, ob sie nicht ein bisschen ihre Rhetorik doch zurücknehmen sollten. Herzlich willkommen, Thomas Wasilewski. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich würde gerne Ihre Situation so ein bisschen besser verstehen. Wie lange leben Sie schon von Bürgergeld? Ich habe zuerst mal, möchte ich dazu sagen, dass ich mehr als 30 Jahre gearbeitet habe, dann erwerbsunfähig geworden bin und in einer Bedarfsgemeinschaft lebe und dort seit 12 Jahren Bürgergeld beziehe. Das ist nicht viel. Und wir haben gerade die Schlange in dem Beitrag gesehen. Die ist endlos lang. Da stehen Rentner, Leute, die aufstocken. Da stehen Mütter, die alleinerziehend sind. Die haben nichts zu essen am Monatsende. Und Sie, liebe Politiker, nennen das Wohlstandsverlust. Ja, doch, genau das, so nennen Sie. Sie und in der Ampel haben das Wohlstandsverlust genannt. Der Herr Lindner hat sich öffentlich hingestellt, wir müssten alle mit einem Wohlstandsverlust zurechtkommen. Und die Menschen kommen mit diesem Wohlstandsverlust nicht zurecht. Die kommen bei uns zu den Suppentanten, weil sie nichts zu essen haben. Da stehen Frauen, die brauchen Binden, die brauchen Klopapier, die brauchen Tampons. Die haben nichts mehr. Und was Sie hier machen, ist eine sehr technische Diskussion. Ich fahre auch noch einmal in der Woche bei der Tafel in Mönchengladbach mit einem LKW. Und die Tafel in Mönchengladbach holt mit 7 LKWs jede Woche tonnenweise Lebensmittel bei den Märkten ab, weil die Leute nichts zu essen haben. Da rettet keiner Lebensmittel, sondern die Leute haben Hunger, weil das Bürgergeld nicht ausreicht. Und das ist eine grausame Katastrophe für die Menschen, wenn die da stehen. Und ich finde, dass sie
wenn Sie immer von den faulen Arbeitslosen sprechen, die nicht arbeiten wollen. Ich habe 10 Jahre lang in der beruflichen Integration gearbeitet, habe Langzeitarbeitslose in Arbeit gebracht, habe Jugendliche betreut, lebe seit 12 Jahren von Bürgergeld und habe Tausende von Menschen kennengelernt in meinem Leben. Ja, und Sie nennen diese Leute faul, ja. Zu faul zum Arbeiten. Die schütteln mit dem Kopf, aber selbstverständlich tun sie das. Ja? Also diese 3 Minuten waren besser als alles andere, was die 3 aus der Berufspolitik dort in der ganzen Sendung zum Besten gegeben haben. Ja? Aus der Realität, wie es nämlich ist. Er erklärt später noch von den 1000 Leuten, die er in Sachen berufliche Integration, ja, Weg zurück in den Arbeitsmarkt betreut hat, beraten hat, geholfen hat, ja, da war keiner dabei, sagt er später, kein einziger, der pauschal nicht arbeiten wollte. Die Debatte ist also von vorne bis hinten wohl feil und falsch rum geführt. Wir müssen darüber sprechen, wo der Sozialstaat löchrig ist, ja, wie er solche Menschen erniedrigt, ja, wie er am Ende ja auch dazu führt. Also ich meine, dass Thomas Wasilewski sich noch so engagiert, ja, ist also Wahnsinn. Was ist das für ein Mann, ja, dass er das noch macht, obwohl er vom System sich so geprellt fühlt, sich so zurückgelassen fühlt, hilft er nicht nur sich, sondern auch anderen und ergreift jetzt Stimme für die. Ja, ein Vorbilddemokrat im Übrigen. Ja, die sollten sich alle vor ihm verneigen. Aber wie viele andere schaffen das nicht? Ja, viele andere schließen mit dem System ab und sind dann am Ende so frustriert, dass sie sagen, sie gehen gar nicht mehr zur Wahl, beteiligen sich gar nicht mehr und drücken damit ihren Frust aus oder gehen zur AfD. Ja, wie bitter ist das? Und ich finde diese Perspektive, Lob an Louis Klamroth und Hart aber fair, dass sie ihn damit reingenommen haben, ja, die fehlt sonst so häufig in den Talkshows, wird immer über die Leute gesprochen, statt mit den Leuten. Sprechen gleich drüber, Herr Wasilewski. Ich will noch einmal bei Ihnen bleiben. Sie haben ja auch Ihre Kinder angesprochen in dem Film, den wir eben gesehen haben. Gibt es Momente, da müssen Sie zu Ihren Kindern sagen, das können wir uns nicht leisten? Das müssen Sie regelmäßig. Das gehört zum Alltag. Es gehört schon zum Alltag, wenn die am Schuljahresanfang sich Schulbücher kaufen müssen. Die sind im Regelsatz nicht enthalten. Das heißt, ich muss dann mehr Bedarf beantragen. Als ich das erste Mal gemacht habe, musste ich vom Sozialgericht Düsseldorf für die 90 Euro meiner Kinder per einstweiliger Verfügung einen Antrag stellen, damit die Schulbücher vom Jobcenter übernommen werden, weil das ein Mehrbedarf ist. Und man muss sich das mal vorstellen, was für einen Druck das auslöst, ja, weil die Schulbücher, die müssen halt dann da sein und das Geld muss dann da sein. Die Leute haben aber kein Geld, da ist kein Erspartes, ja, die haben dann ein Liquiditätsproblem, die können diese Zahlung dann einfach nicht leisten oder müssen extrem hart woanders was abschneiden, wo es mega wehtut. Ja, und dann den Weg zum Gericht, ja, schnell Termine bekommen, sich durch die Mühlen der Bürokratie, also wie erniedrigend, ja, ist das. Dass wirklich, dass er mit diesem Staat nicht abschließt, ne, muss man wirklich würdigend anerkennen. Das ist nicht im Bildungs- und Teilhabepaket enthalten. Und wenn es noch nicht mal mehr für ein Schulbuch reicht, können Sie mir nicht sagen, dass das Bürgergeld eine ausreichende Leistung ist. Als der Lockdown. Ach, genau. Also, und die FDP faselt immer davon, ja, Bildung ist das Wichtigste, um Armut zu entkommen, ja, aber. Dann macht man das in so einem Bildungsteilhabepaket, die Bildungsleistungen, die super bürokratisch und kompliziert zu beantragen sind und dann am Ende noch zu wenig. Ja? Wie sehr das eigentlich entlarvt, wie faul dieses System ist. Bemerkenswert war auch dieses Statement hier. Sozusagen aber nochmal Herrn Wasilewski auch die Chance geben, weil Sie die Diskussion ja mitverfolgt haben hier im Studio. Sie saßen im Publikum und Sie haben die Diskussion ja um das Bürgergeld mitbekommen und auch den Vorschlag der CDU. Wie kommt der bei Ihnen an? Also die CDU schreibt in ihrem Programm als im ersten Satz, dass sie ein christliches Menschenbild verfolgt. Aber da oben, der Herr, der da oben sitzt, der sortiert nicht aus, der macht keine Auslese. Genau. Sagt, du bist faul und du bist fleißig. Wie wohlfeil Philipp Amthor hier ihm zustimmt. Ja? Sondern er liebt alle seine Kinder. Und sie gehen hin und sagen, du bist faul
Du musst bestraft werden. Doch, genau das machen sie. Sie wollen die Leute sanktionieren. Und nichts anderes möchten sie da machen. Wenn Menschen, die 13.000, über die sie... Wie verarscht muss er sich eigentlich von diesem arroganten Philipp Amthor jetzt vorkommen? Ja. Einen so anguckt in dieser Situation. Permanent reden. Die von oben herab. Menschen, über die sie permanent reden, von denen habe ich habe 10 Jahre in Maßnahmen der Agentur für Arbeit gearbeitet und habe da tausend Menschen kennengelernt, die ich integrieren sollte. Da war nie ein einziger dabei, der zu mir gesagt hat, ich will nicht arbeiten. Und über die reden sie permanent. Die stellen sie jeden Tag hin und ihr Herr Linnemann erzählt jeden Tag, dass der fleißige Mensch geht morgens arbeiten und der faule Arbeitslose, das suggeriert er den Leuten, liegt in seinem Bett und schläft weiter. Da müssen wir jetzt einmal fallen. Herr Wasilewski, nur damit das nicht falsch hängen bleibt. Also, man muss wirklich anerkennen, wie ruhig er bleibt. Ja, wie sehr muss ein dieses Gesicht provozieren? Ja? Wie sehr muss ein dieses Gesicht gegenüber provozieren, was einem, der in der Realität das, den die Realität erlebt, ja, an eigener Haut und bei Leuten um sich herum, der denen hilft, dann dort sitzt und von einem so jungen, so abgehobenen CDU-Berufspolitiker dann sich sagen lassen muss, ja, seine Wahrnehmung von dem, was Carsten Linnemann so sagt, ist falsch. Und wir haben Linnemann am Anfang gehört. Natürlich sagt er genau das. Natürlich transportiert er genau diese Botschaften. Bleibt auch die Ampelregierung sanktioniert natürlich die sogenannten Totalverweigerer. Herr ja, aber ich will das nochmal sagen. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Man kann nicht der CDU Populismus vorwerfen und an anderer Seite so tun, als würden wir nicht differenzieren zwischen denjenigen, die unverschuldet in Not geraten und denjenigen, wo es ein Problem gibt. Wir haben doch eine große Einigkeit und deswegen will ich erstmal sagen, Herr Wasilewski, Menschen wie Sie, die sind doch überhaupt nicht das Problem des Sozialstaats, sondern die benötigen den Schutz des Sozialstaats. Hinzu kommt in Situationen wie bei Ihnen mit einer Erwerbsminderungssituation, da ist es... Ist dann der Klassiker in der CDU, wenn Sie mit den Menschen konfrontiert werden in Talkshows, dann sind Sie plötzlich auch ganz handsam. Ja, für Sie, ja, da ist... Sie sind natürlich nicht mit gemeint, dass die auch behaupten, der... Regelsatz wäre zu stark gestiegen beispielsweise, ja, was ihn auch dann getroffen hätte, was ihm übrigens im Jahr 2022 hart getroffen hat, als Bürgergeldempfänger 3 Euro mehr bekommen haben, aber die Inflationsrate auf 10% geklettert ist, ja, da wurde das Existenzminimum entwertet, 10% entwertet. Ja. Das Verfassungsgericht nicht eingestiegen ist, verwundert mich noch bis heute. Er klagt dagegen mit dem VdK, aber ja, natürlich ist das, was die CDU fordert, auch ein Problem für Menschen wie Wasilewski. Und diese Drohung, wenn ihr Maßnahmen ablehnt, ja, und der Berater beim Jobcenter meint, naja, das wäre zumutbar gewesen, ja, sich der Willkür dann ausgesetzt zu sein, natürlich macht das auch Druck auf alle, die sonst arbeitslos sind. Da macht man jede noch so schwachsinnige Maßnahme am Anfang, einfach weil man Schiss hat, dass nicht das Geld gestrichen ist und man dann nach Hause kommen muss und der Tochter erklären, ja sorry, es gibt halt, es ist Sommer, alle kriegen Eis, aber du kriegst leider kein Eis. Ja. Sorry, warme Mahlzeiten gibt es nur die ersten 2 Wochen im Monat. Ja. Also... Es ist ganz schwer, überhaupt Vermittlungen zu schaffen. Und deswegen ist auch richtig, dass dafür der Sozialstaat da ist. Und es ist auch ihr gutes Recht, zu kritisieren, dass das nicht ausreicht. Nur müssen wir sehen, damit die Sozialleistungen bei denen, die tatsächlich bedürftig sind, und davon setzen sie sich ja dankenswerterweise für viele Menschen ein, dass die Sozialleistungen bei denen ankommen, dafür darf der Staat eben nicht Sozialleistungen fehlverteilen. Was für eine irre Aussage, ja. Damit der Sozialstaat bei denen ankommt, die ihn brauchen, darf er das nicht fehlverteilen. Wie wäre es mal, also es bedeutet, Leute, denen eigentlich Kindergrundsicherung zusteht, denen eigentlich Bürgergeld aufstocken zusteht, denen Kinderzuschlag zusteht, die bekommen das nicht, weil da ein paar tausend Totalverweigerer sind. Ja, was für ein irrer Zusammenhang. Und wieder Ausspielen der Schwächsten gegen die Schwächsten. Man kann es nicht anders nennen. Der Sozialstaat ist löchrig, weil die Politik ihn löchrig gemacht hat. Ja, weil man Arbeitnehmer und Arbeitslose auf dem Arbeitsmarkt schwächen will, damit die Arbeitgeberinteressen halt erfüllt werden. Aber dieses permanente Ausspielen gegeneinander, ja, unsäglich.
Und wir haben die Situation, ich will Ihnen das nur sagen, ich habe viele Gespräche geführt, es wird Ihnen im Saarland oder in Baden-Württemberg nicht anders gehen, wenn man sich mit den Menschen in der Arbeitsverwaltung unterhält, dann sagen die eben auch, es gibt genug Fälle, wo die Menschen sich wünschen und die Verwaltung sich wünscht, dass man mit den Instrumenten der Arbeitsvermittlung die Leute besser unterstützen kann, sie motiviert, arbeiten zu gehen. Und wir haben in Deutschland einfach eine Situation, das ist nicht die Mehrheit, aber eine Situation, wo Sozialleistungen nicht richtig verteilt werden und um die... Es ist nicht die Mehrheit, ja, sondern es ist eine absolute Minderheit. Und Sozialleistungen falsch verteilt bedeutet, er will ja unters Existenzminimum. Ja. Nichts anderes ist es ja. Eine unsägliche Diskussion. Es war ein Segen, dass Thomas Wasilewski dort war und denen mal die Realität gespiegelt hat. Leider ist Philipp Amthor insbesondere für die Realität natürlich 0,0 empfänglich. Die ziehen ihren Stiefel durch. Die interessiert es einen feuchten Kehricht, ja, ob es Menschen wie Thomas Wasilewski gut geht. Ja, ob Menschen, die bei ihm dann ein Brot, ein Knoppers, eine Suppe bekommen, ob es denen gut geht oder nicht. Ja. Lob allerdings an Hart, aber fair, dass sie ihn dort eingebunden haben. Jetzt schreibt mir gerne in die Kommentare, wie fand ihr die Sendung, wie schätzt ihr das ein, was Thomas Wasilewski dort den Berufspolitikern vorgehalten hat. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Jetzt fleißig in den Kommentaren diskutieren. Bis dahin. Ciao, ciao.